Ja, Herr Kraus-Hoffmann, schön, dass Sie hier sind bei dieser Veranstaltung. Sie sind ja als Bundesministerium für Arbeit und Soziales hier Kooperationspartner unserer Veranstaltung. Darüber freuen wir uns sehr und Sie haben ja als Initiative Neue Qualität der Arbeit, begleiten Sie uns ja auch bei unseren Aktivitäten. Wir fanden es sehr interessant, dass Sie uns bei dieser Veranstaltung auch neue Perspektiven vorgestellt haben der Bundesregierung. Vielleicht könnten Sie die noch mal kurz zusammenfassen, weil das für unsere Zuschauer sicherlich sehr interessant ist. Ja, vielen Dank. Also wir danken auch erstmal sehr herzlich auch für die Einladung, auch für die Gelegenheit, auch unsere Ideen, unsere Ansätze vorzustellen, um Arbeitsfähigkeit zu erhalten und Beschäftigungsfähigkeit zu fördern, weil das ist so ein Handlungsschwerpunkt auch des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, an dem wir arbeiten wollen. Wir werden insbesondere auch im Rahmen der Neuausrichtung der Initiative Neue Qualität in diesem Zusammenhang arbeiten, das heißt auch über entsprechende Modellprojekte, über Transferprojekte versuchen auch erfolgreiche betriebliche Ansätze, die dazu beitragen, dass Unternehmen befähigt werden, den Herausforderungen des demografischen Wandels stellen müssen sie sich eh, aber sich den auch bewältigen zu können. Und ich denke mal, da sind solche Foren wie jetzt hier auch denke ich an einem sehr, sehr, sehr schönen Ort, immer wieder eine gute Gelegenheit, um auch in einen sehr offenen Erfahrungsaustausch zu gehen, um da auch neue vielleicht Ideen auch für die Zukunft mitzunehmen. Ja, es ist ja hier ein Kraftort, wo man sehr viel Kraft auch schöpfen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen sind wir auch hier. Und wir freuen uns auch über jegliche Unterstützung. Auch zum Beispiel schildern uns ja Betriebsräte auch immer wieder, dass sie Schwierigkeiten haben mit der Gefährdungsbeurteilung. Auch da wünschen wir uns immer wieder eine Unterstützung, dass das wirklich breit sich in den Unternehmen ausbreitet und auch aktiv sozusagen dabei von Ihnen unterstützt wird. Nochmal recht herzlichen Dank und einen guten Heimweg. Vielen Dank für die Einladung.